Markus Elsässer. Dieses Buch ist bares Geld wert. Warum das ganze Leben ein Deal ist und Sie die Handwerkerrechnung immer sofort bezahlen sollten. Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen scheinbar mühelos beruflichen und privaten Erfolg genießen, während andere sich schwer damit tun? Diese Frage trieb auch Markus Elsässer um, als er sich in jungen Jahren auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs begab. Oft hörte er, dass der Erfolg von Menschen auf ihre Herkunft oder das Glück zurückzuführen sei. Doch im Laufe seines Lebens erkannte Elsässer, dass der Erfolg nicht zwangsläufig von solchen Faktoren abhängt. Je mehr er sich mit dieser Frage beschäftigte, desto klarer wurde ihm, dass vor allem zwei Dinge den Erfolg beeinflussen: klares Verständnis und unbändiger Wille. Während wir dir den Willen nicht einfach vermitteln können, können wir dir hier die Erkenntnisse präsentieren, die Markus Elsässer in seiner erfolgreichen Karriere als Manager und Investor gesammelt hat. In den folgenden Kernaussagen teilen wir einige der wichtigsten Einsichten von Markus Elsässer. Du erhältst nicht nur allgemeine Ratschläge, die dir im beruflichen Alltag helfen, sondern auch Tipps zu den Themen Geld und Investitionen. Du wirst erfahren, warum es hilfreich ist, Kritik im Leben mit einem kleinen K anzuwenden, warum die Regel eine Kiste pro Tag so wertvoll ist und warum Schulden in deinem Leben keinen Platz haben sollten. Bereite dich darauf vor, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die dir auf dem Weg zu beruflichem und persönlichem Erfolg von Nutzen sein werden. Kernaussage 1: Unterschätzte Erfolgsfaktoren, Mentoren und Kontakte. Der Weg zum Erfolg ist oft anspruchsvoll und langwierig. Während Hartnäckigkeit und Klugheit von Bedeutung sind, übersehen viele einen entscheidenden Weg, um schneller voranzukommen: die Unterstützung von Mentoren. Es scheint, als sei die Idee, einen Mentor zu haben, heutzutage weniger beliebt, insbesondere bei frischgebackenen Absolventen. Sie wollen nach Jahren der Ausbildung endlich eigene Entscheidungen treffen und fühlen sich unabhängig. Jedoch könnten gerade Sie von Mentoren profitieren. Stell dir vor, ein junger Kapitän steht vor seiner ersten Atlantiküberfahrt. Welcher ist besser dran? Der, der sich allein auf das verlässt, was er in seiner Ausbildung gelernt hat? Oder derjenige, der während seiner Reise per Funk mit einem erfahrenen Kollegen verbunden ist? Mentoren fallen jedoch nicht einfach vom Himmel. Wenn du nicht bereits jemanden im Sinn hast, musst du gezielt nach einem suchen. Eine gute Möglichkeit dazu sind Kongresse oder Tagungen, auf denen du mit verschiedenen Menschen sprechen kannst, um herauszufinden, ob jemand das Potenzial zum Mentor hat. Zögere nicht, auch mit älteren Kollegen zu sprechen, da einige von ihnen bald in den Ruhestand gehen könnten. Gute Kontakte sind ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Es ist ratsam, Kritik sparsam und mit Fingerspitzengefühl einzusetzen, da selbst konstruktive Kritik oft als Angriff empfunden wird. Das Verständnis und die geschickte Bedienung der Eitelkeiten anderer Menschen können dagegen sehr effektiv sein. Schmeicheleien können Wunder wirken und sind ein mächtiges Werkzeug in zwischenmenschlichen Beziehungen. Markus Elsässer lernte diese Kunst des Schmeichelns von einem charmanten Diplomaten, der ihm lobende Worte zukommen ließ. Dieses Erlebnis zeigt, wie wichtig es ist, die Eitelkeiten anderer Menschen zu verstehen und zu nutzen. Insgesamt ist es entscheidend, die Kunst des Verhandelns zu beherrschen, was in der nächsten Kernaussage weiter erläutert wird. Kernaussage 2: Das Leben, ein einziger großer Deal. Verhandlungsfähigkeiten sind entscheidend für den dauerhaften Erfolg im Leben. Leider unterschätzen viele Menschen die Bedeutung von Verhandlungen und gehen unvorbereitet in Gespräche. In Wirklichkeit ist eine gute Vorbereitung der Schlüssel zum erfolgreichen Verhandeln. Es geht nicht darum, der Schlauste oder Sympathischste im Raum zu sein, sondern derjenige, der am besten vorbereitet ist. Das erfordert harte Arbeit und die Fähigkeit, den inneren Schweinehund zu überwinden. Eine umfassende Vorbereitung ist unerlässlich. Du solltest einen klaren Plan haben und wissen, ab welchem Punkt eine Sache für dich nicht mehr akzeptabel ist. Informationsbeschaffung über deine Verhandlungspartner ist von großer Bedeutung. Ein Informationsvorsprung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Es ist wichtig zu verstehen, ob das Gespräch eine entscheidende Verhandlung ist oder nur ein Vorgespräch. In Gruppengesprächen kann es von Vorteil sein, als Erster im Raum zu sein, um wichtige Informationen zu sammeln und die Körpersprache der Teilnehmer zu beobachten. Schließlich sollte man sich nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen und auch auf diejenigen achten, die vielleicht weniger offensichtlich präsent sind. Erfolgreiche Verhandlungen erfordern eine akribische Vorbereitung und Aufmerksamkeit für Details. Zusammengefasst:
Verhandlungsfähigkeiten sind entscheidend und erfordern eine sorgfältige Vorbereitung. In unserem nächsten Abschnitt geben wir dir konkrete Ratschläge für deinen Arbeitsalltag. Kernaussage 3. So kommst du leichter durch deinen Arbeitsalltag. Es ist nicht ungewöhnlich, am Ende eines langen Arbeitstags das Gefühl zu haben, dass die Aufgabenliste immer noch länger ist als zu Beginn des Tages. Markus Elsässer hatte oft ein schlechtes Gewissen, weil so viele Aufgaben liegen blieben. Die Lösung für dieses Problem kam ihm, als er erkannte, dass er sich jeden Tag zu viel vornahm. Er führte die "nur noch eine Kiste pro Tag"-Regel ein. Das bedeutete, dass er sich jeden Tag eine wichtige Aufgabe vornahm, die er auf jeden Fall erledigen würde. Diese Aufgabe notierte er sich und platzierte den Zettel gut sichtbar an seinem Schreibtisch. Unabhängig von den anderen Ereignissen des Tages konzentrierte er sich darauf, diese eine Aufgabe zu erledigen. Dies war psychologisch wichtig, da es ihm das Gefühl gab, am Ende des Tages zufrieden und produktiv zu sein. Ein weiterer Zeitfresser im Arbeitsalltag sind vorschnelle Zusagen für Gefälligkeiten, insbesondere wenn sie weit in der Zukunft liegen. Es ist leicht, solchen Anfragen zuzustimmen. Aber oft bereut man solche Entscheidungen später. Elsässer rät dazu, sich in solchen Fällen vorzustellen, ob man in der Zukunft wirklich Zeit und Ressourcen für diese Verpflichtung haben wird. Wenn nicht, ist es besser, solche Angebote abzulehnen, da sie uns nur Zeit und Nerven kosten und selten Dankbarkeit ernten. Für Dinge, die dir wirklich am Herzen liegen und die dir wichtig sind, solltest du dich hingegen nicht zurückhalten. Das spontane Freude bereiten anderen Menschen kann eine lohnende Erfahrung sein. Zusammengefasst bedeutet dies, dass du dich auf die Erledigung mindestens einer Aufgabe pro Tag konzentrieren solltest und vorsichtiger mit vorschnellen Zusagen für zukünftige Verpflichtungen sein solltest. Dies wird deine Produktivität und Zufriedenheit im Arbeitsalltag steigern. Kernaussage 4. Manche Dinge regelst du besser mündlich. Hast du auch schon bemerkt, dass dir die besten Argumente und Antworten oft erst nachträglich einfallen, wenn ein Konflikt bereits vorbei ist? Es ist verlockend, sich an den Computer zu setzen und in einer E-Mail den aufgestauten Frust auszulassen. Doch das kann problematisch sein, da schriftliche Nachrichten dauerhaft gespeichert und gegen dich verwendet werden können. Markus Elsässer erzählt von einem Beispiel aus seinem Leben, in dem eine polemische E-Mail aus der Vergangenheit einer Kandidatin geschadet hat. Obwohl sie eigentlich die beste Wahl für eine Position schien, wurde sie aufgrund dieser alten E-Mail abgelehnt. Daher lautet die Empfehlung, trage Streitigkeiten am besten mündlich und privat aus. Wenn du jemanden öffentlich bloßstellst, kann das in Erinnerung bleiben und langfristig negativ auf dich zurückfallen. Ebenso ist es ratsam, schlechte Nachrichten persönlich zu übermitteln. Zeige Mut und Respekt, wenn du schwierige Gespräche führst. Sei direkt und vermeide Smalltalk in solchen Situationen. Bringe die Nachricht klar und mit Mitgefühl, aber ohne unnötiges Zögern rüber. Zusammengefasst: Streitigkeiten und die Übermittlung schlechter Nachrichten sollten am besten persönlich und nicht schriftlich erfolgen. Kernaussage 5. Was du in Sachen Geld wissen solltest. Markus Elsässer stellt erstaunt fest, dass viele gebildete Menschen Finanzthemen meiden, oft aus einem Mix aus mangelndem Fachwissen und Angst. Dies führt dazu, dass Geld auf dem Bankkonto stagniert, anstatt es gewinnbringend zu investieren. Viele Menschen scheitern bereits an der grundlegendsten Finanzplanung, dem Sparen. Um Geld zum Investieren zu haben, müssen regelmäßig Beträge vom Einkommen beiseite gelegt werden. Hier empfiehlt Elsässer die 10%-Methode. Diese besagt, dass 10% des Bruttomonatsgehalts regelmäßig auf ein separates Konto überwiesen werden sollten. Dadurch gewöhnt man sich schnell daran, weniger für den Konsum zur Verfügung zu haben und spart konsequent. Das angesparte Geld kann dann auf verschiedene Weisen investiert werden, was im nächsten Abschnitt erläutert wird. Vorher wird jedoch ein weiteres wichtiges Finanzthema angesprochen: Schulden. Schulden sollten unbedingt vermieden werden. Viele Menschen unterschätzen die Gefahr von Schulden, insbesondere wenn die Zinsen die Kreditsumme immer weiter erhöhen. Während in geschäftlichen Situationen Kredite manchmal notwendig sind, sollte in der Freizeit ein striktes Schuldenverbot gelten. Dinge wie Essen, Urlaube oder Unterhaltungselektronik tragen nicht zum Vermögensaufbau bei. Zusammengefasst: Um besser mit Finanzen umzugehen, solltest du 10% deines Einkommens sparen und Schulden um jeden Preis vermeiden. Es ist auch ratsam, Rechnungen immer sofort zu begleichen, um möglichen Problemen vorzubeugen. Kernaussage 6.
mit oder ohne Berater. Nachdem du mit dem Sparen begonnen hast, ist es an der Zeit, dich mit deiner finanziellen Zukunftsplanung auseinanderzusetzen. Ein erster Schritt ist es, dich über Finanzthemen zu informieren, sei es durch das Lesen von Finanzbüchern oder das Hören von Finanzpodcasts. Du könntest feststellen, dass Wirtschaft, Geld und Finanzen interessanter sind, als du dachtest. Eine wichtige Frage, die sich dabei stellt, ist, ob du deine Finanzen alleine regeln möchtest oder die Hilfe eines Beraters in Anspruch nehmen willst. Wenn Finanzen nicht dein Fachgebiet sind, kann professionelle Unterstützung sinnvoll sein. Bei der Auswahl eines Anlageberaters ist es entscheidend, sorgfältig vorzugehen. Du solltest verschiedene Berater kennenlernen, auch in verschiedenen Städten, und immer die gleichen Fragen stellen, um herauszufinden, wer am kompetentesten ist und am besten zu dir passt. Wenn du ohne Berater investieren möchtest, ist die Frage, in welche Anlagen du dein Geld stecken solltest. Anleihen und Gold werden als weniger attraktiv angesehen, da die Renditen niedrig sind und die Preisentwicklung unsicher ist. Aktien hingegen werden als eine gute Investmentstrategie empfohlen, vorzugsweise breit gestreut nach Branchen und Ländern. Du solltest jedoch mindestens 3 Jahre auf dein Geld verzichten können und in der Lage sein, das Auf und Ab der Aktienkurse nervlich zu verkraften. Zusammengefasst, bei der Auswahl eines Beraters solltest du sorgfältig vorgehen. Falls du selbst investieren möchtest, sind Aktien eine empfehlenswerte Anlageform, mit dem Vorteil, dass du nicht nur sparst, sondern auch dein Vermögen vermehrst. Zusammenfassung zum Buch von Markus Elsässer. Dieses Buch ist bares Geld wert. Erfolg ist kein reines Glücksspiel, sondern kann durch gezielte Maßnahmen und Strategien beeinflusst werden. Hier sind einige wichtige Schlüsselpunkte, die du aus den vorherigen Kernaussagen mitnehmen kannst. Schlüsselpunkt 1. Suche dir einen Mentor. Mentoren können wertvolle Erfahrungen und Einblicke teilen, um deinen Erfolgsweg zu ebnen. Schlüsselpunkt 2. Handle klug in Beziehungen und lerne, die Eitelkeiten anderer Menschen zu nutzen, um bessere Verbindungen zu knüpfen. Schlüsselpunkt 3. Plane deinen Arbeitsalltag sorgfältig und setze realistische Ziele, um Überlastung und Ausbrennen zu vermeiden. Schlüsselpunkt 4. Streitgespräche und die Übermittlung schlechter Nachrichten sollten am besten mündlich und unter 4 Augen stattfinden, um langfristige Konsequenzen zu vermeiden. Schlüsselpunkt 5. Achte auf deine finanzielle Gesundheit, indem du 10% deines Einkommens sparst und Schulden vermeidest. Schlüsselpunkt 6. Bei der Geldanlage hast du die Wahl, ob du einen Berater hinzuziehst oder selbst investierst. Aktien gelten als empfehlenswerte Anlageform, wenn du langfristig investieren kannst und das Auf und Ab der Aktienmärkte verkraften kannst. Letztendlich liegt es an dir, wie du deinen Erfolg gestaltest und dein hart verdientes Geld verwendest. Eine solide finanzielle Grundlage und kluge Investitionen sind jedoch entscheidende Schritte auf dem Weg zu einem erfolgreichen Leben. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!